So, Adrian, es ist wieder soweit. Genau, wieder ein Tag rum. Die Palme ist wieder da. Wir haben den gleichen Seed wie am ersten MS Ignite-Tag wiedergefunden. Er hat uns schon beim ersten Mal gut unterstützt, deswegen haben wir gedacht, machen wir auch den zweiten. Nein, wir haben ja schon den dritten. Man kommt ganz durcheinander, wenn man den ganzen Tag in dunklen Räumen sitzt und kein Tageslicht bekommt. Ja, schon ein bisschen verrückt. Heute ist Tag 3, MS Ignite. Genau, der Tag fing heute an mit einer Session zu Microsoft Flow. Und was haben wir uns angeguckt? Ein MVP, ich weiß gar nicht, wo der herkam. Südamerika hätte ich jetzt getippt. Ja. Der zu Microsoft Flow jede Menge zu erzählen hatte. Titel der Geschichte war die drei Must-Have Microsoft Flows oder die drei Must-Have Workflows in Microsoft Flow. Und dort hat er uns eben anhand von drei Beispielen gezeigt, wie man Microsoft Flow verwenden kann, um eben sinnvolles oder weniger sinnvolles, sinnvolle Prozesse im Unternehmen zu automatisieren. Und das Ganze eben in Kombination mit der gesamten Office 365 Produktpalette. Das heißt, ob ich jetzt eben aus einer SharePoint-Liste Events, wenn ein neuer Eintrag in einer SharePoint-Liste generiert worden ist, daraus eine E-Mail auslöse, der dann wiederum einen Approval braucht, damit daraus wiederum ein Kalendereintrag passiert. Das Ganze eben in Form von einem Urlaubsgenehmigungs-Workflow. War halt mal ganz interessant zu sehen irgendwie. Genau, waren ein paar nette Ideen dabei. Auch wie man mit einfachen Mitteln, ohne irgendwie JavaScript oder so, dafür sorgen kann, dass bestimmte Arten von Kalendereinträgen in anderen Farben dargestellt werden. Oder das alte Problem, könnte man es ja fast nennen, dass es in SharePoint Online keine eingehenden E-Mails gibt, wie man das halt lösen kann mit einem Flow. Vorausgesetzt, man hat Exchange Online. Also war eine ganz spannende Geschichte, auch wenn das jetzt nicht so vom technischen Anspruch so super advanced war. Das ist keine Raketenwissenschaft, genau. Ne, aber hat nochmal den einen oder anderen neuen Impuls gesetzt. Impuls genau. gesetzt, das ist ganz gut ausgedrückt, wirklich. Ja, genau. Ja, dann gab es heute auch nochmal eine Zusammenfassung im Bereich SharePoint, was sich da im Bereich Lists und Libraries, sondern Sites and Portals so tut. Da gibt es ein paar Dinge, die jetzt schon direkt zur Verfügung stehen. Zum Beispiel benutzerdefinierte Metadaten für Webseiten. Also wenn man so eine Portalseite angelegt hat oder eine Art Webpart-Seite, dann kann man da Metadaten hinterlegen, die man beispielsweise nutzen kann, um dann später, wenn das Feature auch da ist, die News oder eine Webseite zielgruppengesteuert bereitzustellen. Das heißt, man hat halt auch noch Metainformationen an einer Webseite und nicht wie bisher nur an einem Dokument oder an einem Listeneintrag. Schon jetzt heißt, ich kann jetzt online gehen und dann ist dieses Feature da? Angeblich ja. Ich bin noch nicht dazu gekommen, nachzugucken, aber ja, Schande über mich. Ja. Mach den ganzen Tag. Dann gibt es jetzt auch einen vorkonfigurierten Page Approval Workflow mit Flow, den ich direkt starten kann, wenn ich irgendwie an meiner Abteilungsteamseite die öffentliche Startseite bearbeitet habe, dann kann ich halt einen Flow starten, um mir die Genehmigung von meinem Teamleiter oder Abteilungsleiter oder so beispielsweise einzuholen. So dann, eine Art redaktionelles System? Genau, okay. Also ein ganz einfaches, ja. Und kommt jetzt die Save-for-Later-Funktion, also dass ich halt Content in SharePoint, in modernen SharePoint-Sites für später speichern kann. Und ich habe mehr Möglichkeiten, Hub-Sites mit einem eigenen Design zu versehen. Das heißt jetzt für später, dass ich dann quasi ein Datum hinterlege, ab wann dieser Inhalt dann sichtbar ist? Nee, für dich das persönlich, zur eigenen Organisation. Also was du dir später nochmal angucken willst oder später verwenden willst. Als eine Art Reminder oder sowas? Ja, es ist nicht aktiv, sondern ist einfach nur, dass du das quasi ein Stück beiseite legst und aber schnell wieder darauf zugreifen kannst. Okay. Bis Ende 2018 kriegen SharePoint-Seiten, also die eigentlichen Webpart-Seiten, eine REST-API in der Preview, sodass man über die REST-API eben per Webservice die Seiten erstellen und bearbeiten kann. Dann werden diese Webpart-Seiten einen Design bekommen. Design meint in dem Fall, dass man halt eine Möglichkeit hat, das Aussehen der Seiten zu standardisieren, damit man halt Vorgaben machen kann.
dann häufig auch schon nachgefragt, eine Möglichkeit, dieses sogenannte Mega-Menü im SharePoint einzuführen. Also, dass man halt nicht nur... Hört sich mega an, ne? Ja. Er ist halt im Webdesign relativ weit verbreitet, dass man eben das obere Menü in der globalen Navigation im SharePoint nicht einzeln aufklappt, sondern halt die ganze Seitenbreite umfassendes Menü aufklappen kann und da mehr Möglichkeiten hat, Menüpunkte zu konfigurieren und einzustellen. Dann auch in dem Bereich gibt es dann einen konfigurierbaren Zeitfooter, der einfach auf jeder Seite angezeigt wird. Gibt es auch verschiedene Anwendungsfälle, die man sich ja da vorstellen kann, wie beispielsweise nochmal irgendwie den Kontakt zum Seitenverantwortlichen oder irgendwelche wichtigen Informationen, bei denen man einfach sicherstellen möchte, dass die auf jeder Seite angezeigt werden. Ganz spannend, man wird zukünftig dann das Communication Site Experience auf Root-Seiten aktivieren können. Aktuell ist es ja so, dass in einem SharePoint-Tenant die Root-Seite standardmäßig eine klassische Teamseite ist. Und es gibt da verschiedene Hacks, wie man das noch manipulieren kann und dafür sorgen kann, dass es nicht so aussieht wie eine klassische Seite. Aber unten drunter ist es dann eben immer noch eine. Da wird es dann halt auch eine offizielle Lösung geben, um da halt das Communication-Site-Template verwenden zu können. Macht es euch dann also einfacher, dass ihr nicht so eine Seite verfudeln müsst, sondern dass sie standardmäßig einfach out of the box da ist? Genau. dann gibt es noch einen weiteren Flow, nämlich für Hubsites. Bei Hubsites ist es ja so, dass eine Hubsite mehrere andere SharePoint-Seiten zusammenfassen kann und da die Informationen kanalisiert. Und da wird es dann einen Flow geben, mit dem man das Beitreten zu einer Hubsite genehmigen kann. Also ich erstelle eine neue Teamsite und denke mir auch, das ist ganz gut, wenn die zu der und der Hubsite gehört. Da kann ich dann halt einen Flow starten und von dem Hubsite-Eigentümer die Genehmigung einholen, meine Site eben dazu zu ordnen. Dann wird Site-Scripting ausgebaut, sodass ich mit mehr Möglichkeiten rechnen kann, wie ich so eine Teamsite vom Design her anpassen kann. Das ist ja aktuell noch relativ eingeschränkt. Ich habe es vorhin schon erwähnt, durch die Page-Metadaten wird es möglich sein, Zielgruppen zu verwenden bei Webpart-Seiten oder eben auch bei News, weil es ja im Endeffekt die gleiche Technologie ist unten drunter. Und ganz spannend auch noch man wird die Funktion haben, eine Site-Usage-Heatmap einzusehen, sodass man halt nachvollziehen kann, welche Bereiche einer Website ganz intensiv von den Anwendern genutzt werden. Dass ich dann später sehe, wo sie quasi hingeklickt haben, oder was? Genau, oder wo am meisten, nicht wer wo hingeklickt hat, aber wo am meisten hingeklickt wurde. Ja. Okay. Und da kann man halt dann schon ganz gute Rückschlüsse für mögliche Optimierungspotenziale halt draus ziehen. Ja. Das vielleicht zum Thema Sites und Portals im SharePoint. Ja, dann ging es ja schon weiter mit Office. SharePoint 2019, ne? Oder sind das dann auch alles Sachen, die noch unter das SharePoint 2013, 2016 kommen werden? Weder noch, das waren jetzt erstmal alles Sachen für SharePoint Online. Oh, okay. Ja. Genau, zu SharePoint 2019 kommen wir später tatsächlich nochmal. Aber weiter haben wir dann ja erstmal gemacht mit Office 365 Groups und wie man die Compliance sicherstellt bei Office 365 Groups. Das war auch nochmal eine ganz interessante Zusammenfassung. Einige Punkte davon waren uns, glaube ich, schon so klar, dass wir so angehen würden oder teilweise schon so machen. Aber letzten Endes, was das Steuern vom Erstellvorgang einer Office 365 Group, gerade auch im Hinblick auf Teams anbelangt, machen wir ja tatsächlich schon so, wie es in der Session vorgestellt wurde, nämlich mit Hilfe eines Workflows, einer möglichen Genehmigung und einer Azure Function. Da hat sich dann Herr Marvin schon beschwert, dass ihm seine Idee geklaut wurde. Er hätte das mal patentieren lassen. Naja. Aber was da halt interessant war, fand ich, dass eben es dann die Möglichkeit gibt, sich Reports generieren zu lassen auf einer täglichen, wöchentlichen, wie auch immer, auf einer bestimmten Zeitspanne eben. Und das Ganze eben kombiniert automatisch mit einem Approval und Deny, sodass ich eben Leute, vornehmlich Guest Access Accounts, das ist eben das, was interessant ist, dass wenn meine User im Teams, ich habe eben Guest Access freigeschaltet im Teams, dass ich Gäste einladen darf,
fehlt mir erstmal ein Stück weit Kontrolle als Administrator, wer denn jetzt überhaupt einen Zugriff auf mein Team bekommt. Das kann ich eben einschränken, indem ich eben bestimmte E-Mail-Domains zum Beispiel festlege in einer Whitelist, Blacklist, wer überhaupt welche E-Mail-Domains zulässig sind, um als Gast meinem Team hinzugefügt zu werden. Und ich kann mir über diese Report-Funktionalitäten dann eben auch regelmäßig einen Report zuschicken lassen, welche Guest-Accounts da im Umlauf sind und welche aktiv genutzt werden und welche ich dann unter Umständen eben rauskegeln sollte, weil, keine Ahnung, der Mitarbeiter in dem Partnerunternehmen das Unternehmen verlassen hat oder so, eben sowas in der Richtung. Genau, und ganz interessant war da auch noch der Ausblick, dass nämlich teilweise waren die Funktionen, glaube ich, noch in einer Preview, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Aber da wird halt aktiv dran weiterentwickelt, sodass diese Kontrolle, wer Zugriff hat, auch delegiert werden kann, zum Beispiel dann an den Teambesitzer, der dann halt entscheiden muss, wer denn jetzt Mitglied von dem Team sein soll und wenn er dann entscheidet, dass bestimmte Personen halt nicht mehr dazugehören, dass daraus dann automatisch Aktionen resultieren, wie beispielsweise auch den Anwender dann oder den Account dann aus der Office 365 Gruppe zu entfernen. Ja. Dazu kam dann noch die Vorstellung von einem Power BI Dashboard, was auch in der Administration verwendet werden kann, um einfach den Überblick zu behalten. Wenn man jetzt den Anwendern in so einem reduzierten Self-Service ermöglicht, eigene Teams oder Office 365 Groups zu erstellen, dass man halt trotzdem sieht, wie werden die genutzt, wie viele Mitglieder sind da drin, wer ist der Besitzer etc. Und das halt in einer zentralen Oberfläche halt über einen Power BI Dashboard. Das fand ich ganz spannend persönlich. Ja. Und ich glaube, ist ein ziemlicher Mehrwert auch für die IT-Abteilung. Ja, vor allen Dingen ohne Mehrkosten, ne? Also wenn man Power BI halt hat. Wenn man Power BI hat, ist es jetzt nicht so, dass es eine Software oder eine Lizenz eine Lizenz schon für Power BI, aber es ist eben nicht so, dass es ein Third-Party-Tool ist, was man irgendwo kaufen muss, sondern das Ganze basiert eben rein auf PowerShell-Befehlen. Man muss also auch nicht programmieren können oder studiert haben, um es nochmal selber weiterentwickeln zu können, und wird eben über GitHub zur Verfügung gestellt. Ja, dann hatten wir jetzt schon das Thema Azure Functions, dass die halt genutzt werden, um eben die Erstellung von Office 365 Groups zu reglementieren und zu automatisieren. Da ging es dann so ein bisschen weiter bei mir mit Azure Serverless Architecture. Da wurde einfach nochmal vorgestellt, welche Möglichkeiten es im Azure-Umfeld gibt, Compute-Ressourcen zu nutzen, ohne dafür jetzt eine eigene VM installieren zu müssen. Also angefangen bei Containerlösungen wie Docker, über Web-Apps eben bis hin zu Azure Functions, wo man halt außer mit der eigentlichen Funktionslogik nichts mehr zu tun hat. Alles Weitere kümmert sich im Hintergrund halt full-managed Azure drum. Ist eine ganz spannende Geschichte. Wir nutzen das ja schon in Verbindung mit PowerShell-Skripten, die Developer-Kollegen mit .NET-Code. Also man ist auch relativ frei, was die Programmier- oder Skriptsprache anbelangt. Und hat da halt eine schöne Möglichkeit, eben Dinge zu automatisieren, ohne dass ein eigener Server laufen muss für ein regelmäßiges PowerShell-Skript oder irgendeine andere wiederkehrende Aufgabe. Ja, im Bereich Azure ging es dann bei mir weiter mit dem Update zu den verfügbaren Automatisierungstools. Also ich war heute im Prinzip nur die ganze Zeit hier in der Eatery Zone, hab mir den Bauch vollgeschlagen und hab halt sonst nichts getan. Aha. Und war einfach nur nochmal ein Update zu den Möglichkeiten von ARM-Templates, wie es im Moment mit Azure Building Blocks aussieht und was mit Terraform-Skripten so geht. War eine ganz coole Zusammenfassung, einfach schön gemacht und wurde auch nochmal gezeigt, was mittlerweile mit der Cloud Shell in Azure funktioniert. Also, dass ich da halt quasi aus dem Browser heraus per Kommandozeile meine komplette Azure-Umgebung orchestrieren kann. Finde ich, ist schon eine ziemlich, ziemlich coole Nummer. Und in Verbindung mit Visual Studio Code, was ja so eine kostenlose Entwicklungsumgebung von Microsoft ist, für alle Plattformen verfügbar, nebenbei bemerkt. Die wunderbar verwendet werden kann, eben um diese Skripte dafür zu erstellen. Bis hin zur testweisen Ausführung in einer integrierten Shell,
Und da fand ich halt ganz cool, dass ich auch die Cloud Shell dann in Visual Studio Code laden kann. Bedeutet, ich muss halt die ganzen Abhängigkeiten, die ich vielleicht habe, PowerShell Commandlets oder andere Ressourcen, überhaupt nicht lokal installiert haben, weil die halt in der Cloud Shell verfügbar sind und kann mein Skript trotzdem direkt ausprobieren. Okay. Ja, also da ganz klare Empfehlung, sich dann mal, wenn einen das interessiert, Visual Studio Code mit den entsprechenden Erweiterungen anzuschauen. Ja. Also aber du, Programmiererei. Ach ja, Programmiererei. Scripting halt. Genau. Vom Scripting her. Ja, du hast hier ein bisschen was zu Skype for Business 2019 angeguckt, ne? Jo, heute war Skype for Business Day. Also, ich glaube, so viele Vorträge gibt es auch lustigerweise gar nicht mehr bei der Ignite. Insofern war ich froh, überhaupt etwas gefunden zu haben. Aber es war tatsächlich so, dass wir heute einen Ausblick auf das, was da kommt, bekommen haben. Ja, dadurch, dass wir eben Abhängigkeiten haben zu anderen Systemen aus der Office oder beziehungsweise ja, aus der Office-Server-Infrastruktur, gibt es da schon Änderungen, sodass man im Nachgang, jetzt wo man die Keynote gelesen hat, ich meine, es ist nichts Weltbewegendes Neues, das war schon alles im Vorfeld bekannt, aber schon von einem Hybrid-Server sprechen kann. Es ist eben so, dass im Exchange 2019 die Unified Messaging-Funktionalität nicht mehr zur Verfügung gestellt wird. Und Unified Messaging brauchen wir im Skype for Business-Umfeld immer dann, wenn es um Telefonie geht und Erreichbarkeit, wenn ich eben nicht angemeldet bin. Da stellt mir Exchange Unified Messaging bis einschließlich Exchange Server 2016 eben eine Art Anrufbeantworter-Funktionalität zur Verfügung. So dass ein Anrufer, der mich nicht erreicht, eine Nachricht hinterlassen kann und das Ganze in meinem Posteingang als Nachricht gespeichert wird. Und ich das dann auch entsprechend wieder komfortabel eben aus dem Skype for Business Soft Client oder Outlook, Mobile App, was auch immer ich nutze, abrufen und abhören kann und auch zurückrufen kann. Und ja, Microsoft hat eben unsere Welt wieder ins Erschüttern gebracht, indem sie angekündigt haben, diese Funktionalität in Exchange Server 2019 nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Ja, wenn ich das dann trotzdem noch nutzen möchte, was man natürlich sollte, wenn man Enterprise Voice einsetzt, sprich Telefonie, es kann ja schon mal sein, dass ich eben am Skype for Business Client nicht angemeldet bin und dann ist eben die Frage, was passiert mit dem Anruf, bietet Microsoft mir als Lösung dort eben an Cloud Voicemail. Bedeutet eben, dass der Anruf zu einem Azure Service nach Microsoft in die Cloud geroutet wird, dort eben diese Anrufbeantworter-Funktionalität aufgehangen ist, das Ganze abgespeichert wird als MP3-Datei und mir dann in meinem Exchange Online oder Exchange On-Premise Posteingang abgelegt wird. Also für den User ändert sich erstmal nichts, vollkommen transparent. Genauso die Cloud-Attendant-Funktionalität war auch eine Funktion, die aus dem Exchange Unified Messaging gekommen ist. Eher im amerikanischen oder kanadischen Bereich bekannt, wo ich eben die Vermittlungszentrale automatisiert habe. Auch das wird es dann folglich nicht mehr für Skype for Business geben, da eben Exchange Unified Messaging ab Version 2019 nicht mehr verfügbar ist. Auch dafür wird es einen Cloud-Service geben, der das Ganze übernehmen wird, schon jetzt verfügbar als Auto-Attendance-Service. Was spannend gewesen ist und für mich neu war, Cloud Data Analytics. Bedeutet aktuell, wenn ich eben überwachen möchte, wie ist die Qualität in meinem Netzwerk mit Skype for Business, was für eine Gesprächsqualität habe ich, welche Endgeräte sind im Einsatz etc. pp. Installiere ich bei der On-Prem-Variante Skype for Business Monitor, brauche dafür SQL-Server mit Reporting Services, damit ich das Ganze eben auch darstellen kann. Da war bisher immer der Gap, dass ich eben bei einer On-Prem-Installation oder auch bei einer Hybrid-Installation für meine On-Prem-User das Ganze in Skype for Business Monitor habe und für meine Skype for Business Online-User das Ganze eben im Skype for Business Online-Portal habe und somit keine konsolidierten Daten haben werde oder nicht habe. Das hat Microsoft insofern gelöst, als dass es eben die Skype for Business Monitor-Rolle in die Cloud verschoben hat und eben dann eben Skype for Business Admin-Portal. Ist doch konsequent. Ist konsequent. Den Zugriff auf die Daten bekomme und dann eben sowohl für meine On-Prem-User als auch für meine Online-User, wenn ich ein Hybrid-Szenario habe, die Sachen einsehbar habe. Wie lizenziere ich denn dann meine On-Prem-User, wenn ich die online in dem Reporting haben möchte? Das kann ich dann morgen nochmal stellen, die Frage. Ich kann es dir aktuell nicht sagen. Interessant für die
für die Kunden, die eben noch Skype for Business 2015 einsetzen wollen, aber trotzdem schon Exchange 2019 einsetzen möchten. Die haben natürlich unmittelbar, sind unmittelbar direkt betroffen von dem Problem, was mache ich mit der Voicemail-Funktionalität. Hier wird Microsoft das Ganze über ein kumulatives Update für Skype for Business 2015 wohlgemerkt nachrüsten, dass der Skype for Business Server das Ganze eben zu Cloud Voice routet und entsprechend die Funktionalität darüber bereitstellt. Ansonsten hat Microsoft für Skype for Business Server 2019 jede Menge Improvements für unsere lieben Mac-User angekündigt. Da wurde sowohl serverseitig entsprechend viel wieder hinzugepackt, als auch eben clientseitig, sodass nochmal eine bessere Experience da ist und die, der Funktionslevel auf ein gleiches Level wie annähernd gleiches Level wie die Windows-User gehoben wird. Und es ist angekündigt, eine Unterstützung für TLS 1.2 zu liefern. Was ich auch sehr spannend fand, ist, dass sie jetzt schon, also der Skype for Business Server 2019 wird Ende des Jahres released und bereits jetzt schon gibt es Ankündigungen, was im nächsten kumulativen Update für den Server 2019 zur Verfügung steht. Sehr faszinierend, dass man schon jetzt eine Art Service Pack ankündigt, obwohl der Server noch gar nicht released ist, aber gut, sei es drum. Zum einen ist eben die Verwaltung bisher rein auf Flash basierend programmiert. Gruselig. Ja, ich muss also, was sag ich denn? Flash Silverlight, Microsoft Silverlight installieren. Nicht damit besser. Ich das Ganze, das macht die Sache nicht besser, damit ich meinen Server verwalten kann. Auch in Skype for Business Server 2019 wird sich das erstmal nicht ändern. Das heißt, diese tolle Silverlight-Applikation ist geblieben. Aber Microsoft hat eben angekündigt, dass mit einem kumulativen Update das Ganze auf HTML5 gebracht wird und ich dann nicht mehr auf Silverlight angewiesen bin. Auch erste Screenshots bzw. in einer Live-Demo waren eben erste Bilder sichtbar und das Ganze sieht dann aus wie das Skype for Business Online-Admin-Portal, was man jetzt eben schon kennt. Also der Schritt ist naheliegend, sodass ich mich als Administrator nicht mehr großartig umgewöhnen muss, so wie man es jetzt bei Exchange ja auch schon seit 2013, glaube ich, hat, dass die UI von der Admin-Konsole gleich ist. Auch das Safer Util kann ich als Administrator verwenden, um für Anwender Anrufweiterleitungen, Team-Anrufgruppen zu konfigurieren, wenn die zum Beispiel krank sind oder sich krank gemeldet haben und ich im Auftrag von diesem User eben die Rufumleitung programmieren muss. Safer Util, für alle, die es nicht kennen, ist eine reine MS-DOS-Eingabeaufforderung Geschichte, das heißt, da muss ich eben schön die ganze Geschichte einklimpern, muss mich mit den Befehlen auskennen, unheimlich rechenintensiv, dauert immer lange, bis das alles umgesetzt ist. Matt Landis hat dort den CVUT-Server als Community-Projekt an Start gebracht, wo er diese Funktionalität auf die PowerShell bringt. Interessanterweise hat Microsoft wohl erkannt, das ist gar nicht mal so eine dumme Idee, was der Matt da gemacht hat. Und in einem kumulativen Update für Skype for Business Server 2019 soll es auch dann dort entsprechend für Microsoft PowerShell-Befehle geben, damit ich wesentlich schneller diese Befehle absetzen kann und es mir auch einfacher ist, eben über Scripting Anrufweiterleitungen setzen zu können. Ja, ansonsten grundsätzlich Infrastruktur, Hardwareanforderungen wie üblich sind eben gestiegen. Details will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. SQL Backend wird der SQL Server 2016 vorausgesetzt, das war bisher 2014, und unterstützt werden im Betriebssystem Windows Server 2016 und aufwärts. Und was ich auch spannend fand, war, dass es zukünftig den Move CS User Befehl, den es jetzt schon gibt, um Anwender von einem Pool auf einen anderen zu verschieben, beziehungsweise Anwender von On-Premise nach Skype for Business Online zu verschieben, wenn ich ein Hybrid-Szenario habe, es eine Erweiterung geben wird, sodass ich diesen Befehl benutzen kann, um die Anwender direkt zu Microsoft Teams zu verschieben und gar nicht mal den Weg über Skype for Business Online zu machen, so wie es aktuell ist. Schick. Ja, wo wir bei 2019er On-Prem-Lösungen sind, kommen wir da auch gleich nochmal zu SharePoint 2019. Da steht ja mittlerweile fest, dass der offizielle Release noch im Oktober stattfinden wird. Mm. Kannst du den quasi schon mitnehmen. Kannst du den quasi, genau, schon mitnehmen und direkt mal eben installieren.
Ja, im Gegensatz, ja, was heißt im Gegensatz? Es gibt einfach mehr Änderungen zum Zeitpunkt, als SharePoint 2016 neu war. Das war ja mehr so ein Infrastruktur-Update, könnte man sagen. Mit 2019 kommen halt deutlich mehr Funktionen nach On-Prem, die der Anwender direkt sieht. Mhm. Bedeutet halt, dass man auch On-Prem dann eben zukünftig Modern Team Sites, Communication Sites, Modern Libraries, Modern Lists und Modern Pages erstellen kann. Also die Funktionen, die man jetzt eben aus Office 365 eben aus SharePoint Online kennt. Also rückt quasi der On-Prem-Server vom Funktionsserver her ein Stück näher der Online-Welt. Genau, was ja schlicht und ergreifend darin begründet liegt, dass es bei SharePoint ja seit SharePoint 2016 so ist, dass Microsoft einfach den Bildstand aus SharePoint Online nimmt. Mhm. Und alles, was davon an On-Prem, also ohne Cloud-Anbindung, lauffähig ist, als eigenes Produkt schnürt und eine Jahreszahl dran schreibt. Bedeutet, einfach gesagt, SharePoint 2019, nein, wieso? Das ist ja gut so. Ja? Also es wird halt Cloud First, wird in der Cloud weiterentwickelt und für die lokale Installation wird dann halt ein festgelegter Stand aus SharePoint Online genommen und als installationsfähige Version bereitgestellt. Mhm. Hat auch vielleicht den Vorteil, dass da einfach die Qualität eigentlich schon relativ hoch ist, wenn die erste Version rauskommt. Weil das halt direkt approved. Weil es halt schon ein Stand ist, der in SharePoint Online halt schon ein bisschen läuft. Ja. Ja, also klar, wie immer, vor Bugs ist man sich nie ganz sicher, aber ist halt nochmal was anderes, als wenn es halt eine komplett neue Version wäre. Ja. Was kommt sonst noch dazu? Ja, es wird auch ein SharePoint Home geben, so wie man es auch aus SharePoint Online kennt. Ein Zuhause für SharePoint. Sozusagen für alle SharePoint-Sites. Und ja, die Team-News und damit eben dann auch die Möglichkeit, einen lokalen SharePoint in die SharePoint-App einzubinden und da auch die News anzuzeigen und auf die modernen Team-Sites und Communication-Sites etc. zuzugreifen. Und jetzt kommt endlich eine Funktion, auf die ja viele lange gewartet haben, nämlich dass man On-Prem SharePoint My Sites und darin die OneDrive-Funktion eben mit dem modernen OneDrive, mit dem NextGen OneDrive-Client nutzen kann. Also der Client, der nicht mehr auf der Groove-Exe basiert und erfahrungsgemäß halt deutlich stabiler und zuverlässiger funktioniert als die alte Version. Genau. Können wir uns also darauf freuen. Können wir uns auf jeden Fall darauf freuen, denke ich. Ein paar Sachen wurden auch entfernt. Und zwar gab es ja die Funktion der Codebase Sandbox Solutions, die man im SharePoint installieren konnte. Wenn man so will, so ein bisschen so eine Vorstufe von den SharePoint Apps. Und ja, die Funktion gibt es nicht mehr. Die Möglichkeit Digest Authentication zu aktivieren wurde auch entfernt. Mich würde mal interessieren, wer das genutzt hat. Ich weiß gar nicht, was es ist. Also. Mandantenfähige Installation. Also man konnte ja SharePoint in einer ähnlichen Art und Weise installieren wie SharePoint Online, nämlich dass man dann halt mehrere Mandanten in einer SharePoint-Farm nutzen bereitstellen konnte. Die Funktion gibt es jetzt halt auch nicht mehr. Ist ja irgendwie logisch, weil die sollen ja schließlich SharePoint Online benutzen. Ja. Ja, dann nochmal Thema Silverlight. Gab es auch immer noch an verschiedenen Stellen im SharePoint tatsächlich. Allerdings eigentlich nur noch in Spezialanwendungen, namentlich Performance Point Server und ein paar Visio Webparts. Ist jetzt halt auch gestrichen. Gestrichen. Dann SQL Server Reporting Services im integrierten Modus waren ja schon deprecated mit SharePoint 2016, sind jetzt komplett rausgeflogen und gleiches gilt für Power Pivot und Power View. Am Upgrade-Pfad, also Database-Attach-Migration, hat sich halt nichts geändert. Wenn man irgendwie direkt von SharePoint 2013 auf 2019 migrieren möchte, kommt man aktuell eben dann nicht über Third-Party-Tools rum oder man muss halt den Zwischenschritt über SharePoint 2016 machen. Ja, das vielleicht soweit. Mit Blick auf die Uhr müssen wir, glaube ich, ein paar Themen in unseren Bericht von morgen mitnehmen. Und ja, I'm so sorry. So ist das halt manchmal. Es gibt auf jeden Fall noch jede Menge weitere spannende News und so sieht's aus. Morgen geht die Reise weiter. Wir sind gespannt, was uns erwartet. Genau. Bleiben Sie am Ball, bleiben Sie uns treu. Wir freuen uns. Vielen Dank und bis morgen. Bis morgen. Tschüss.